So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal die App Snapseed vorstellen. Wir öffnen die auch direkt. Die ist aus dem Hause Google. Die gibt es komplett kostenlos. Und zwar für Android und iOS. Die App ist, wie ich schon gesagt habe, von Google. Die ist ziemlich alt. Die wird auch kaum noch gepflegt von Google. Sie ist aber noch verfügbar. Und vielleicht kennt der ein oder andere die App noch gar nicht. Und deswegen möchte ich die heute vorstellen. Snapseed ist eine komplett kostenlose Bildbearbeitungssoftware von Google. Und die soll, soweit ich weiß, gar nicht mal schlecht sein. Und wenn wir die öffnen, dann befinden wir uns auf diesem weißen Bildschirm wieder. Wir klicken einmal in die Mitte und können dann über dieses Menü links hier zwischen den Fotos in unserer Mediathek auswählen. Unter Android sieht das natürlich wie immer alles ein bisschen anders aus wie unter iOS, aber ich habe kein Android-Gerät und deswegen muss ich euch das natürlich auf dem iOS-Gerät zeigen. Wenn wir dann ein Bild geladen haben aus unserer Mediathek, dann werden uns hier direkt verschiedene Filter angeboten. Wir haben hier, soweit ich das sehe, das Original und können dann auswählen zwischen verschiedenen anderen Filtern. Ich wähle mal ein paar extremere Filter aus. Hier zum Beispiel den Morgenfilter oder auch den Popfilter. So, das Ganze kann man dann speichern, indem man hier rechts auf das Häkchen klickt oder man macht die Änderungen wieder rückgängig, indem man auf das X klickt und dann befinden wir uns wieder im Originalbild. Was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, wir können hier oben das Bild drehen. Ne, können wir nicht. Wir können das Bild nicht drehen. Wir können hier Änderungen rückgängig machen und wiederholen. So ist dieser Button zu verstehen. Jetzt bin ich hier irgendwie in die Vollbildansicht reingeraten, warum auch immer. Dann gibt es hier einen Informationsbutton. Da sehen wir, was das hier für eine Bildauflösung ist, wann das Bild gemacht wurde und auch mit welcher Kamera. Und hinter den Pünktchen verbergen sich dann noch Dinge wie Anleitungen, Hilfe und Feedback sowie Einstellungen. Snapseed hat eine eigene Art, denke ich, die Dinge zu speichern. Wir müssen uns hier übrigens nicht anmelden. Das Ganze funktioniert ohne Anmeldung, nur weil das hier unten mit der Google-Nutzungs-ID erwähnt wird. Also wir müssen uns auf jeden Fall nicht anmelden bei diesem Programm und haben dann auch jetzt die obere Werkzeugleiste sozusagen besprochen. Wir können uns jetzt auf die rechte Seite konzentrieren. Hier finden wir unter diesem regenbogenartigen Button oder was auch immer das sein soll, eben die verschiedenen Filter, die ich gerade schon vorgestellt habe. Und außerdem gibt es hier noch ein Stiftsymbol. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und hier gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Bild weiter zu bearbeiten. Hier haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt das Bild zu drehen. Wenn wir in einer Option sind, öffnen sich unten Werkzeuge sozusagen. Wir können das Bild spiegeln und wir können es dann einfach wieder speichern. Außerdem gibt es hier eine Feinabstimmung, automatische Anpassungsfunktionen, die wir dann auch wieder übernehmen können. Es gibt Details, Anpassen, Struktur und Schärfen. Es gibt Kurven, wo ich mir auch nicht viel drunter vorstellen kann. Ja, das ist nochmal so eine Art Filter. Das sind nochmal so verschiedene Lichteffekte. Ich weiß nicht, warum das an der Stelle Kurven heißt. Da kann man sich nicht viel drunter vorstellen. Dann gibt es einen Weißabgleich, den man auch wieder automatisch anpassen kann. Es gibt eine Zuschneidungsfunktion. Die Drehenfunktion haben wir schon gesehen. Es gibt eine Perspektivefunktion. Ihr müsst euch da wohl oder übel selber mal durchklicken. Ich glaube, jeden Punkt hier anzuklicken, das sprengt ein bisschen so den Rahmen des Videos. Hier haben wir Pinsel, wo wir, denke ich, interessant Teile des Bildes belichten können. Also man kann hier wirklich eine ganze Menge machen. Reparieren, HDR-Scape. Also da können wir, denke ich, die HDR-Farben nochmal anpassen. Glamour Glow, Farbkontrast. Also ihr seht, es gibt wirklich massig Möglichkeiten. Ich dachte, das Programm ist für mich eher uninteressant, weil ich ja die ganzen Apple-Tools hier an Bord habe. Da kann man ja in der Mediathek kann man schon ganz, ganz viel machen. Automatische Korrektur, Helligkeit, Farbeinstellungen und das eben nicht nur automatisch alles, sondern man kann es wirklich halt auch manuell machen. Also da hat man schon massig Möglichkeiten. Naja, was heißt massig, aber es ist so das Wichtigste. Mir hat das bisher irgendwie immer gereicht und mit diesem Tool hat man dann noch einige zusätzliche Möglichkeiten. Da gibt es natürlich auch wieder andere Software für den Mac zum Beispiel von Adobe etc. pp. Aber für eine
kostenlose Software finde ich das Ganze hier recht beeindruckend. Wir können sogar Text hinzufügen und vieles mehr. Schaut euch das mal an, wenn ihr öfter fotografiert und eure Bilder im Nachhinein bearbeiten wollt. Ja, und zu guter Letzt können wir dann unten rechts, wenn wir das iPad hier so im waagrechten Modus halten, unten rechts können wir das Ganze dann noch teilen mit den üblichen Optionen, also per AirDrop an andere Apple-Geräte, per Mail etc. pp. Wir können das Ganze auch einfach speichern. Wir können eine Kopie davon speichern und wir können das Ganze letztendlich dann auch exportieren. Ja, und das war's. Mehr gibt's zu diesem Programm nicht zu sagen. Snapseed heißt das. Erhältlich für Android und iOS. Kostenlos in den jeweiligen Stores. Offiziell ein Google-Programm. Hinterlasst mir wie immer gerne einen konstruktiven Kommentar. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.